Es wird viel passieren bei Marienhof im Ersten. Viel Spaß wünscht die 5-Minuten-Terrine von Maggi. Es wird viel passieren. Jetzt wird's langsam Zeit. Können wir nicht noch kurz bleiben? Nein, leider nicht. Ihr Freund braucht noch ein bisschen Ruhe. Also, dann kommen wir morgen wieder. Komm vor, Walter. Ich melde mich dann morgen nochmal. Tschüss. 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 Herr Kolbe. Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Die Gefühllosigkeit Ihrer Ober- und Unterschenkel ist bestimmt nur vorübergehend. Weder die Ergebnisse der CT noch die der Kernspintomographie lassen auf eine Schädigung des Rückenmarks schließen. Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen. Je aktiver Sie mithelfen, desto schneller bekommen wir Sie wieder auf die Beine. Hören Sie mal, wie soll ich aktiv irgendwas machen, wenn ich meine Beine nicht mehr spüre? Das kann mehrere Ursachen haben. Vielleicht ist es auch eine psychische Blockade. Aha. Vielleicht ist auch einfach beim OP was schiefgegangen. Sie haben gepfuscht. Das ist doch wohl die Höhe. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Rechnung für Annalenas Fortbildung. Das Geld dafür hat sie mir schon aus dem Kreuz geleiert. Aber jetzt muss ich für die Renovierung des gesamten Hauses zahlen. Und dann auch noch das hier. Die reine Halsabschneiderei. Ach, hätte ich mir doch nie dieses Haus zugelegt. Zum Müllermann. Jetzt schon? Daniel, ich muss die Buchhaltung machen. Dafür brauche ich mindestens den ganzen Vormittag. Hm? Ja, warum sagst du mir da nichts? Was soll ich dir sagen? Die Buchhaltung bleibt sowieso an mir hängen. Ja, aber... Da, ich muss los. Da. Diese Arbeit erledigt sich nicht von alleine. Hm? Na, aber ich könnte dir doch heute helfen, oder? Hm? Nein, mein Schatz, das mache ich lieber alleine. Hm? Außerdem hast du genug zu tun. Übrigens, die Generalreinigung von der Küche im Wildermann, die ist wieder fällig. Hm? Ciao. Maldini? Ach, hallo, Inge, grüß dich. Nee, es gibt nichts Neues. Das heißt doch, weißt du was? Ich habe mich entschlossen, mein Leben zu ändern. Lando hat sicher recht. Du kannst bald wieder deine Beine fühlen und bewegen. Warum hältst du das denn für so unmöglich? Ist doch klar, dass dein Körper unter Schock steht nach dem Unfall. Und dann noch die 2 Operationen und dann... Und vielleicht ist es ja auch nur so ein Schutzmechanismus von deinem Körper, dass du ihn nicht bewegen kannst, damit er sich schonen kann. Feli, sag mal, kapierst du es nicht? Glaubst du, ich bin bescheuert, oder was?
Ich kann meine Beine nicht bewegen, das bilde ich mir nicht ein. Das ist so. Ich weiß doch, aber ich möchte einfach nicht, dass du jetzt den Mut verlierst. Herr Kolbe. Jetzt geht's nochmal zur CT. Und dann später nochmal, ja? Revitalisiert und stärkt die Haarwurzel. Kräftigt und beugt vorzeitigem Haarausfall vor. Das linke Mittel ist gar nichts, das rechte ist ganz gut. Vielen Dank für Ihren Rat. Das wird bestimmt wieder. Feli, lass jetzt bloß nicht den Kopf hängen. Charlie braucht dich jetzt. Ja, okay, also dann bis später. Ciao. Feli ist echt ganz schön fertig. Ja, ich weiß, ich habe auch gerade mit ihr telefoniert. Meinst du, die Ärzte haben recht? Stimmt. Was ist denn da drin? Ach, das ist meine alte Fotoausrüstung. Hey, wow, das sieht ja richtig professionell aus. Ich habe dir doch gesagt, dass Fotografieren meine große Leidenschaft war. Sind das alles deine? Ja, das sind ziemlich viele sogar. Fürs Fotografieren ist damals mein ganzes Geld draufgegangen. Hey, nicht schlecht. Naja, als ich die gemacht habe, da war ich ungefähr so alt wie du. Also fast vor einem Jahrhundert. Aha, und wieso hast du die Kiste jetzt wieder rausgekramt? Ach, einfach mal so. Aber das mit dem Abitur und dem Fotostudium, das hast du nicht wirklich ernst gemeint, oder? Ach, wer weiß. Mal sehen. Hey, mein Süßer. Hey. Ich hab dir ein paar Zeitschriften mitgebracht. Danke. Ich soll dir ganz viele Grüße von der WG ausrichten. Und von meinen Eltern und Dino und Toni und... Geht's dir irgendwie besser? Ich habe ehrlich gesagt eine scheiß Angst. Herr Kolbe. Hallo. Oh, Hagedorn. Hallo, Herr Doktor. Ich habe hier die neuen CT-Ergebnisse. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben keine Verletzung des Rückenmarks feststellen können. Und auch die zweite OP ist nicht ursächlich für das Lähmungsgefühl in Ihren Beinen. Und woran liegt's dann? Durch die Quetschung, die Sie erlitten haben, als Sie der Wagen überrollt hat, ist das Rückenmark im Wirbelkanal angeschwollen. Daraus resultiert in Ihrem Fall ein spinaler Schock. Und was heißt das? Dass das Rückenmark in der Wirbelsäule zu wenig Platz hat. Daher kommen die Lähmungserscheinungen und die Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion. Und bleibt das jetzt so? Nein, normalerweise nicht. Wir werden heute noch mit einer medikamentösen Therapie beginnen. Die hilft, die Schwellung abzubauen und ist in den meisten Fällen sehr erfolgreich. Okay, aber wann werde ich wieder laufen können? Herr Kolbe, jetzt ist aggressives Zuwarten angesagt. Nein, im Ernst, ich kann Ihnen da keine Zeitangabe machen. Kein Fall ist wie der andere und Vergleiche sind hier nicht angebracht. Haben Sie etwas Geduld? Vielleicht geht es bei Ihnen ja sogar sehr schnell. Und wie lange würde es denn da dauern, das Abitur nachzumachen? Was? 4 Jahre? Ja, aber das wäre doch nicht jeden Abend, oder? Doch, jeden Abend von 5 bis 10. Ja, dann muss ich mir das mit dem Abitur noch mal überlegen. Ich rufe Sie dann noch mal an, ja? Ja, vielen Dank erstmal. Was habe ich gerade gehört? Abitur? Ja, ich habe mich gerade mal erkundigt, wie lange es dauern würde, das Abitur nachzumachen. Aber sonst hast du keine andere Sorge. Sag mal, gerade jetzt, wo wir nicht mal wissen, was mit Felix laden wird, wo wir hier alle in der Folge zu tun haben und uns gerade so über Wasser halten können.
Denkst du überhaupt nicht an die Familie? Jetzt hör bloß auf. Wofür brauchst du das überhaupt? Ich meine, Abitur braucht man für ein Studium, aber du? Ja, vielleicht will ich ja studieren. Du willst was? Was? Ja, du weißt doch, dass ich schon immer Fotografie studieren wollte. Tanja, das ist schon Jahre her. Ja, aber es war immer schon mein größter Wunsch, irgendwann mal Fotografin zu werden. Zum Fotografieren braucht man kein Studium, sondern eine Kamera. Und ja, hast du ja. E basta. Nix, e basta. Und wie stellst du dir das alles vor? Der wilde Mann, die Familie. Wie sollen wir das alles schaffen, wenn du jeden Abend in der Schule sitzt? Ja, das ist ein Punkt. Dafür habe ich auch noch keine Lösung. Eben. Ja, aber ich hab's satt, immer nur hinten anzustehen und zuzuarbeiten. Ich möchte auch mal selbst was schaffen. Ich will nicht einfach mein ganzes Leben so weitermachen. Ich möchte irgendwie mal was Neues ausprobieren. Ja. Da sind Sie, Herr Fechner. Was gibt's denn? Worum geht's? Es geht um den neuen Versandkatalog. Ich wollte nur fragen, ob ich noch bei anderen Anbietern nachfragen soll wegen der Erweiterung des Sortiments. Ja, ja. Aber um welche Artikel geht's denn? Zum Beispiel, wir haben zum Beispiel kaum Haarwuchsmittel im Sortiment. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann bestelle ich gleich mal ein paar Proben. Die kann ich auch gleich Jochen zeigen. Der interessiert sich nämlich momentan auch dafür. Ach ja? Hat denn Herr Dr. Berger diesbezüglich Probleme? Ach was, überhaupt nicht. Das ist nur so eine Art Eitelkeit. Ja, das ist bei Männern in der Lebensmitte ganz normal. Naja, hätte mich auch gewundert bei Herrn Dr. Berger. Der hat ja ganz volles Haar. Ja, noch? Noch? In Jochens Alter, da sind solche Bedenken sehr verständlich. Warum? Da entscheidet sich, ob man sein Haar behält oder eben nicht. Glatze. Zuerst geht das ganz langsam. Schleichend sozusagen. Haar für Haar. Und dann plötzlich, wusch, gehen einem alle Haare aus. Büschelweise. Sind Sie nicht auch ungefähr in Jochens Alter? Ich muss. Das Fax mit den Bestellungen muss raus. Danke. Matthias, ich brauche deinen Rat. Hast du Probleme? Nein, doch. Oh, entschuldige. Setz dich, meine Kinder. Naja, es geht um Tanja, weißt du? Sie fühlt sich nicht richtig ausgelastet. Ja, das sieht ganz so aus. Ja, darum geht's ja. Wir haben im Moment alle Hände voll zu tun hier. Du weißt ja, Feli will bald ihren neuen T-Shirt-Laden aufmachen. Vino ist beschäftigt mit seiner Lehre, Toni mit der Schule, Mama ist in Italien und die ganze Arbeit bleibt an uns zwei hängen. Und was macht Tanja? Ja, sie will das Abitur nachmachen. Sie ist unzufrieden mit ihr Leben und meint, sie müsste sich jetzt selbst verwirklichen. Boah. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Was? Ja, Regina war vor gar nicht allzu langer Zeit auch in so einer Krise. Ja, die war auch von einem Tag auf den anderen mit nichts mehr zufrieden, was vorher völlig okay war und wollte ihr ganzes Leben umkrempeln. Ja, aber Matthias, das ist so ganz was anderes. Regina ist eine Künstlerin. Wieso ist das was anderes? Ja, Künstlerinnen haben ein Recht auf Krise. Hm? Tanja nicht. Hä? Ich habe jede Menge Fragen an dich. Ich weiß schon. Ich zieh nur kurz meinen Mantel aus, ja? Ich habe gerade noch Tee für uns gemacht. Danke. Hi, Trixie. Hallo. Also, Feli. Also, der Arzt hat gesagt, Charlie hätte einen spinalen Schock. Ja. Glaubst du, dass die Lähmung wirklich nur vorübergehend ist? Ja, normalerweise schon. Also, wenn die Schwellung am Rückenmark zurückgeht, dann müsste er eigentlich wieder laufen können.
Ja, Trixie hat recht. Also unter normalen Umständen ist so eine Rückenmarkslähmung relativ einfach therapierbar. Unter normalen Umständen? Peli, jetzt mach dir mal nicht solche Sorgen. Charlie hat schon ganz andere Sachen durchgestanden. Der ist hart im Nehmen. Ja, also, wenn einer das schafft, dann Charlie. Ja, meint ihr? Bestimmt. Trotzdem, ich finde hier einfach keine Ruhe. Ich muss mich irgendwie ablenken. Ey, Fini, den Abwasch, den kann nur wirklich einer von uns machen, wie du lieber zu Charlie, ja? Er hat halt ständig davon gesprochen, dass er wahnsinnig Angst hat, dass er nicht mehr laufen kann. Er war richtig verzweifelt. Deswegen würde es ihm auch gut tun, wenn du bei ihm bist. Ja, du hast recht. Ich gehe gleich mal zu ihm. Und was macht ihr heute noch so? Ich würde dich gerne begleiten. Ich muss eh in die Richtung. Wenn es dir nichts ausmacht. Nee, ganz im Gegenteil. Ach. Charlie ist total froh, dass er jetzt weiß, woher seine Lähmungen kommen und dass bald alles wieder vorbei ist. Ist das jetzt ganz sicher, dass es vorbei ist? Ach, die Ärzte sagen ja. Und Feli ist natürlich auch happy, dass er wieder besser drauf ist. Na gut, dass ihr da seid. Ich muss mal mit euch über eure Mama sprechen. Kommt mal hier. Nee. Ach, dieses dumme Regenwetter. Ne? Scheiß Regen, was ist denn mit Mom? Lass uns das zu Ende machen. Also, pass auf. Eure Mutter hat im Moment, wie heißt das? Sinnkrise. Ah, ich weiß, was du meinst. Von wegen Abendschule, Abitur nachmachen, Studium und so. Genau. Ach Quatsch. Mom will jetzt ihr Abitur nachmachen, oder was? Nein, das ist nur ein Symptom ihrer Krise. Sie meint, wir würden ihr nichts zutrauen. Wieso will sie deswegen jetzt in die Schule? Naja, sie kommt eben auf die verrücktesten Gedanken, weil sie sich nicht verstanden fühlt von uns. Ja, toll. Und was sollen wir da jetzt wieder machen? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich hab da auch keinen Plan. Aber ich. Helft mir erst mal die Kisten reintragen und dann erzähle ich es euch. Ja? Komm, da. Willkommen zur zweiten Lektion Volles Haar durch autogenes Training. Konzentrieren Sie sich jetzt ganz auf Ihren Hinterkopf. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu Ihren Haaren auf. Spüren Sie jedes einzelne Haar. Sagen Sie jetzt, ich habe volles Haar. Ich habe volles Haar. Ich habe volles, kräftiges Haar. Ich habe volles, kräftiges Haar. Gehen Sie jetzt tiefer, bis an die Wurzeln und befehlen Sie Ihren Haaren zu wachsen. Sagen Sie, ich habe volles Haar, wachse. Ich habe wachse. Volles Haar, ich wachse, habe volles, wachse, ich habe... Haar. Und ich habe diese gequirlte Scheiße satt. Mit diesem Humbug komme ich höchstens in die Klapsmühle, aber das ist auch schon alles. Schon besser. Drei untrügliche Anzeichen für die Neigung zur Glatzenbildung. Konturloser Haaransatz. Hormonelle Störungen auch keine. Mehr als 12 Haare im Kamm. Eins, zwei, drei, vier. Vier Haare. Also kein Anzeichen für eine Glatze. Überhaupt keine Gefahr. Und das Büschel gestern, das war doch nur wegen Annalena. Hallo, Onkelchen, ich bin wieder da. Na? Kriegst du etwa eine Glatze? Was? Ist ja auch unwichtig. Ich soll dir auf jeden Fall schöne Grüße von Oma ausrichten. Sie ist gesund. Sie hat nur einen kleinen Schnupfen. Und, hast du alle Zeitschriften schon durch? Nö, ich bin nicht dazu gekommen. Das bringe ich dir morgen noch welche mit, hm? Nee, lass mal. So. Na, viel gegessen haben Sie ja nicht, Herr Kolbe. Ja, ich habe nicht so richtig Hunger. Ich lasse es Ihnen noch stehen. Vielleicht bekommen Sie ja später noch Appetit. Mhm. Und Sie muss ich dann jetzt bitten zu gehen. Die Besuchszeit ist seit einer halben Stunde um. Ja, ich komme dann noch gleich. Also, Charlie, ich komme dann morgen wieder, hm? Mhm. Schön, dass du da warst. Ist alles okay soweit? Ja, ja, klar. Mir geht schon wieder viel besser. Die Ärzte haben ja gesagt, nach dem spinalen Schock kriege ich das Gefühl in meinen Beinen wieder. Und ob das jetzt morgen ist oder übermorgen? Einfach abwarten, hm? Hier im Krankenhaus heißt es aggressives Zuwarten. Ach, typischer blöder Ärztespruch, hm? Mhm.
Also ich gehe dann mal. Bis morgen. Ne? Leonard Bernstein gewesen sein. Und die richtige Antwort lautet C. Leonard Bernstein. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Oh Mama, ich wusste gar nicht, dass du so ein gutes Allgemeinwissen hast. Sag mal, was ist denn mit euch los? Das hast du toll gemacht und jetzt wird's bei uns in unserem... Naja, wir wundern dich. Ich meine, wir haben sowas noch nicht erlebt. Jedes Mal, wenn ich eine Frage richtig beantworte, dann macht ihr so einen Aufstand. Sag mal, wollt ihr mich verkohlen? Nein, ganz im Gegenteil, Daniel. Also ich habe mir wirklich durch den Kopf gehen lassen, was du heute gesagt hast. Mhm. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Ja, ich meine, wir sind der Meinung, dass du ein Recht hast auf etwas, was dir Spaß macht. Auch wenn du dafür einen Abend in der Woche weg musst. Ach, einen Abend? Ja, und weil du dich ja weiterbilden willst. Also habe ich an der Volkshochschule für dich einen Italienischkurs für Fortgeschrittene gebucht. Du hast was? Ja, das ist etwas Sinnvolles, was man im Alltag braucht. Du, nächste Woche geht's schon los. Ein Italienischkurs für Fortgeschrittene. Da waren die Kochkurse wohl ausgebucht. Versteht ihr das? Warum hast du einen Sturzhelm auf? Nur zur Sicherheit. Vorsicht vor der Begegnung mit Lee Evans. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Lee, du bist ein echter Schwachkopf. Wirklich? Ansonsten bin ich ganz pflegeleicht. Lee Evans, So What Now? Dienstag bis Donnerstag, 18.50 Uhr im Ersten. Ist das aufregend? Wir würden das schon gerne mal sehen. Es ist nicht so schlimm, wie Sie denken. Viel Spaß auch beim nächsten Marienhof. Wünscht die 5-Minuten-Terrine von Maggi.